Ja, und aktuell laufen gegen Trump ja 4 Verfahren, unter anderem in Georgia. Und gestern hat sich der ebenfalls im Zusammenhang mit versuchten Wahlbetrug im Bundesstaat Georgia angeklagte Rudy Giuliani den Behörden gestellt. Der Ex-Bürgermeister von New York und ehemaliger Anwalt Trumps erschien am Bezirksgefängnis von Fulton County in Atlanta, in dem sich heute dann auch Trump melden muss. Wie das Gericht mitteilte, wurden dort seine Personalien aufgenommen. Die Kaution wurde auf $150.000 festgesetzt.